Moin Leute, zurück bei Dead of Night. Wir haben Amys Geschichte beendet und müssen uns jetzt dem Psychologen zuwenden. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie wir den finden, aber ich denke, das werden wir mit Hilfe des Spiegels wohl tun. Und ich bedanke mich für die Kommentare auf dem letzten Video und würde mich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf diesem Video da lasst. Das hilft mir sehr weiter. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir die Suche nach dem Psychologen. Ich gehe direkt mal hier raus. Muss ich glaube ich sowieso. Wir können gar nicht woanders raus, davon mal abgesehen. Und dann gehen wir mal in die Küche, weil ich glaube, da konnten wir auch mal mit dem Spiegel was machen. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, Leute. Mit ihm müssen wir schnacken. Im ersten Stock. Ah, und da war ja auch noch das letzte Mal was mit dem. Da war so ein Bild, wo was das Lager gezeigt hatte, ne? Wir gucken mal. Solange ich Jimmy nicht höre, kann ich hier mich schnell fortbewegen. Jetzt hat das ganz gut geklappt. So, erste Etage. Hören wir Jimmy? Nein. Mal fix zum Lager. Oh! Oh Mann! Okay, er hat ein totes Tier gefunden, warte mal. Is it Dr. Bose? Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. Hey, Doctor. I saw you holding up a dead animal on a wire. What had happened? Jimmy was killing things, small birds, animals. I realized he needed to work with his empathy skills. So I asked him to think of something nice he could do for me. I was surprised. He came up with an idea right away. Okay, mir ist irgendwas Ekliges eingefallen, diese Ratte wahrscheinlich zu töten. Who did the wedding ring belong to? I don't know. Who wrote the note that says goodbye? I don't know. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Das hatten wir, glaube ich, schon. Dr. Bose hatte keine Antwort. Nee. Ich habe nicht gesehen. Ja gut, aber das wusste ja alles die Lette. Das war Dr. Bow. Das wusste er noch. Ich muss irgendwas verbinden, dass wir hier... I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? You'd better ask Jimmy. Oh, hat er eine Antwort drauf. Okay. Okay, wir müssen irgendwie noch Jimmy finden. I saw a girl in the basement crying. Who was she? Hotel guest. Jimmy was attached to her.
Hm. I saw the little girl, Amy, holding a toy on fire. What happened? Her hand was burned quite badly, but Jimmy thought it was all a joke. Boah, das heißt, ich kann den hier auch zu alles fragen. I saw the little girl shouting to Jimmy to give her toy back. Why did he take it? I saw Amy outside a room. Something frightened her. What was it? I don't know. I saw Amy drinking something. She didn't seem to like it. What was it? Was soll das wissen? I wasn't there then, but I think she drank alcohol. I saw Amy lying at the bottom of the stairs. What happened to her? She fell down the stairs from the top floor. She was too drunk to know what she was doing. It was the reason Rose got in touch with me. Hm. Irgendwas muss ich hier verbinden können. Jimmy brachte kleine Lebewesen um, kleine Vögel, Tiere. Mir wurde bewusst, dass er an seinen empathischen Fähigkeiten arbeiten musste. Also bat ich ihn, etwas Nettes für mich zu tun. Ich war überrascht gewesen. Ihm war direkt eine gute Idee eingefallen. Was denn? Das hier? Nee. Spiegel hat er noch nicht gesehen. Leute, ich weiß nicht weiter. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Scheiße. Well, they were probably from the bar. Können wir das mit dem? You said Amy dying was why Rose got in touch with you. Does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Leute, ich weiß es echt nicht, was ich hier... Das ist eher... Okay, diese blauen Dinger sind, wenn es fertig ist. I saw the little girl at the top of the stairs, on the banister. What was she doing? Jimmy made the girl drink too much. Okay, dann nehmen wir das. Und dann das. Oh. Nee, jetzt können wir das. Und vielleicht dann den Alkohol. When you said Jimmy made the girl drink too much, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? I don't know. Verrückt. Vielleicht hab ich das gerade schon gefragt. Oh, das ist schwer. An von Rose, Jimmys Mutter. Sie wollte, dass ich mit Jimmy rede, um herauszufinden, was ihn bedrückt, aber Jimmys Verstand besorgt wegen dem, was er sich ausdachte. Das war ja das dann. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Zusammenhänge anzeigen. Achso, so. So, das sind die Sachen, die ich jetzt hier noch irgendwie verbinden muss. Verdammte Axt. Ich weiß nicht, aber Jimmy hat ein Paddel gefunden. Ja, was will er denn mit einem Paddel? Da hat er keine Antwort.
Das war dann für Jimmy. Who did the chef's hat belong to? Jimmy found it and put it on. Okay. Who does the sword belong to? I saw Jimmy playing with it. I thought it was dangerous. Mm-hmm. Who did the child's purse belong to? Ja, das weiß er bestimmt nicht. I don't know. I don't know. Da sollen wir Jimmy fragen. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? Das weiß er auch nicht, weil das war von der Lücke. It was mine. I kept it in case I needed it as evidence. Okay, ein Beweis wofür? Aha. Hatte das was mit dem... Nee, der hat sich ja was Tolles ausfallen lassen. Nee, Leute, ich glaube, wir suchen erstmal weiter. Nein. Ich glaube, wir suchen erstmal weiter. Ich komme hier nicht voran. Spiegel benutzen. Vielleicht zeigt er mir noch was an, aber wahrscheinlich zeigt er jetzt wieder dahin. Weißt du, das ist eine Stulle oder ein Stück Kuchen? Schwierig. Vielleicht sollte ich doch in die dritte Etage gehen und mal gucken, was ich da noch so finde. Weil irgendwie muss ich ja weiterkommen. Wir gehen mal nach oben. Das nutzt nichts. Vielleicht ist wieder so verplant, dass ich das wieder nicht finde. Oder sehe, was der Zusammenhang ist. Da hinten, ich glaube, da hinten waren wir schon in dem. Nee. Doch, hier waren wir schon. Ich meine, hier waren wir in der vorletzten Folge. Hier rechts neben uns ist nämlich der Flur, der dunkel ist. Scheiße. An dem einen geht er auch einfach vorbei. Da ist dunkel, ne? Jo. Scheiße, und hier hinten waren wir schon. Ja. Ach nein, ich wollte gar nicht da rein. Irgendein Zusammenhang vergesse ich da. Ich weiß nur nicht welchen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Da war so ein Stück Kuchen oder irgendwie sowas, was da auf dem Teller gefallen ist. Ich glaube, der war hier, ne? Ja. Wir gehen erstmal. Vielleicht haben wir da noch was. Nicht verstanden.
Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie wir hier weiterkommen. Ihr wisst, wie lost ich bin. Ja, hier haben wir nur den Spiegel. Er würde uns jetzt wahrscheinlich wieder dasselbe anzeigen. Wie eben auch. Irgendwas mit einer Stulle. Okay. Dann rennen wir mal wieder schnell in die erste Etage. So, ich glaube, auf der Etage kommt Jimmy. Okay, wir gehen wieder. Oh nein. Da wieder rein und nochmal mit dem Schnappen. Es nutzt nichts. Is someone there? Hello? Is it Dr. Bose? Yes. I'm Dr. Bose. So. Das habe ich ihn alles gefragt. Was? Ginny war nicht nett zu ihr. Okay. Hey, da hatte er keine Antwort. Das Mädchen hat Alkohol getrunken, das war er. Ja gut, die Dinger passen ja eh nicht zusammen, okay. Mit was könnte ich das dann verbinden? Das war meins. Ich behielt es im Falle, dass ich einen Beweis brauchte. Okay. Keine Antwort. Das war auch Jimmys. Weißt du nicht, mit was ich hier was verbinden kann? Ich hab ja nichts mit Jimmy. Ich muss. Warte mal, wenn wir das nochmal wegmachen. Hier hatten wir doch gerade auch Spiegel, oder? So. Guck dir das nochmal an, ey. Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. Yes, das ist sehr schön. Dr. Bose sah Jimmys Zeichnungen, okay. Das ist ja toll. Amy hält ein... So. Hat das was mit...
dem zu tun. What you said about Jimmy thinking that setting Amy's toy on fire was a joke, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? I don't know. I don't know. Was weißt du überhaupt, Junge? Hatte da was damit zu tun, dass er vielleicht für den When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, is that connected to what you said about the chef's hat? Yes. Yeah. He said he'd make something for me, so I followed him to see what he was going to do. Aha, das war's. Hey Leute, wir müssen runter in den Keller, ins Erdgeschoss. Das machen wir noch fix. Einmal schnell runterfahren. Jetzt wieder irgendwas. This is a great idea, Jimmy. I reckon you'll make a great cook one day. Oh, why don't you bring it up to me when you're done? I'll wait for you, okay? Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder nach oben. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von der Dead of Night. Lasst mir eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, es würde mir auch sehr helfen. Ich würde sagen, haut rein, ciao und tschüss.